Ja, was ist bloß mit den Menschen los? Vor einigen Tagen haben wir Ihnen schon ein Video gezeigt, und zwar eine wilde Schlägerei vorm Schwarzen Kamel. Und jetzt gab es oder gibt es wieder ein Video, und zwar im Schweizer Haus ist das Ganze entstanden. Schon vor 2 Wochen hat sich da ein Streit auch angezettelt zwischen Gästen. Und der eine Gast hat den anderen Gast quasi auf gut wienerisch angestänkert, zigiert, und dann ist es tatsächlich zu einer Handgreiflichkeit gekommen. Ist auch schön beim Video zu sehen, da ist sogar ein Gast dann hat den Boden geküsst, lieb ausgedrückt, aber die Kellner vom Schweizer Haus, die sind natürlich auch gleich dazwischen gegangen und konnten dann auch diesen Streit schlichten. Es ist so, dass man weiß ja, dass das Bier im Schweizer Haus sehr schmeckt. Vielleicht ist es deswegen auch, dass wenn der Alkohol mal fließt, dass auch da die Menschen etwas aggressiver werden, oder generell nach diesem Corona-Shutdown hat man schon das Gefühl, dass die Leute nicht mehr so sind wie vorher. Also es kann natürlich alles passieren oder einfach eine Meinungsverschiedenheit, die dann zu diesen Handgreiflichkeiten, zu diesen Prügeleien dann geführt haben. Ansonsten ist alles gut ausgegangen, alles glimpflich ausgegangen. Wie gesagt, die Kellner, die waren gleich dazwischen, haben den Streit dann geschlichtet. Und auch von den Chefitäten her weiß man nur so viel, dass dann der Gast eine Anzeige bekommen hat und dann vom Lokal auch ausgewiesen worden ist. Also wenn man rausgeht, vielleicht das eine oder andere Bierchen trinkt, vielleicht doch eher in Ruhe und dann sich denken, mein Gott, was andere sagen, das juckt mich doch wirklich nicht.